Wir sind heute hier auf dem Betrieb Mohr in Kalbach, ein Milchviehbetrieb mit ganz vielen Kühen. Und die Yvette Mohr, die gibt uns heute mal einen Einblick in ihren Betrieb. Yvette, wir sind jetzt hier auf was draufgegangen, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Was ist denn das? Also es ist eine Futtertischbrücke, weil bei uns herrschen ja die Frauen. Wir sehr hohen Wert auf Hygiene legen und wir wollten einfach nicht, dass die Kühe auf dem Futtertisch rumlaufen. Das ist dann einfach so, die wird hochgeklappt. Das ist dann die große Seite, da werden die Kühe rübergetrieben in den Vorwartehof. Und durch die kleine Brücke gehen sie dann wieder zurück, jeweils in ihre Herde. Einfach, dass keine Krankheiten über den Kot, über das Futter dann verschleppt werden können. Also das ist, wenn die Kühe zum Melken gehen, wird das hochgeklappt und die laufen dann da durch. Ja. Da treibt die Kühe in den Vorwartebereich und jede Kuh kommt dann einzeln durch den Gang herein und läuft dann aufs Karussell. Die Kuh wird dann da oben an der Antenne erkannt. Wir haben dann hier noch eine Korrekturantenne, dass jeweils die Nummer von der Kuh immer stimmt. Obwohl bei uns das eigentlich nicht ganz so wichtig ist, weil meine Schwester und ich, wir kennen jede Kuh, dass das einfach gar keine Probleme gibt. Wie lang ist denn die Melkzeit? Für 2,5 Stunden. Dann machen wir sie einfach hier dann sauber mit normalem Papier und wird dann vorgemolken und die nächste Person hängt dann die Kuh einfach an. Also wir arbeiten immer zu zweit, dass wir einfach die Kuhmenge durchgemolken bekommen und dass es auch einfach ist, nicht so stressig. Wenn man allein ist, dann muss man ja alles machen. Was es auf sehr wenigen Betrieben gibt, weil der sehr viel Geld kostet. Da sieht man dann das ganze Karussell, hat man in der Übersicht. Man erkennt dann einfach, wenn was mit einer Kuh nicht stimmt, als die Kuh wird auf jedem Platz angezeigt. Da kann man halt das Melken sehr gut überwachen, weil man einen netten Blick hat einfach. Und zwar sind immer die grünen Kühe, die grün markiert sind. Die sind jetzt noch am Melken. Der weiße Balken darin gibt einfach an, ob die Kuh ihre Milchmenge erreicht hat, die sie geben soll oder die erwartet wird von ihr. Jetzt zum Beispiel 229 hat eine vorzeitige Abnahme, deswegen wird die dann orange angezeigt. Ich kann die auch antippen und dann sagt mir das Programm, dass sie jetzt 12,5 Liter gegeben hat. Zu 71% von der erwarteten Menge hat sie gegeben. Das ist okay. Ansonsten könnte ich auch einfach bei ihr den Rückhaltebügel wieder runter machen und dann fährt sie noch mal eine zweite Runde. Und die Grauen sind alle die Kühe, die schon fertig sind mit Melk. Siehst du sehr große Vorteile drin, dass du hier am Melkstand mit dabei bist? Ja, was die Eutergesundheit angeht, man sieht das Tier einfach jeden Tag zweimal und man kann einfach sagen, oh, da stimmt was nicht, die hat weniger Milch, da passt was nicht, die Euter fühlt sich komisch an, die läuft aber komisch. Also, man hat das Tier einfach besser im Blick.